Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Danny Roll B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir Sephiroth besiegt und jetzt sieht man ja noch nicht eine Änderung, aber spätestens wenn ich hier eingehe und zwar Level 99. Boah. Ich habe das Maximum Level erreicht. Ich kann kein Level mehr aufsteigen. Ich habe folgende Werte: 75 Angriffskraft, 74 Abwehrkraft. Boah. Und das ist nicht alles. Ich habe alle Abilities. Ich habe Sachen, die mir noch gefehlt haben, und zwar Combo Minus, was ich direkt ausrüsten werde. Auflade Berserker und Blitzboost, glaube ich. Ja, das rüsten wir direkt aus. Und ich habe noch mehr als genug AP übrig. Also sehr gut. Freund Boost, Limit Boost, kann man alles. Erfahrungsboost brauche ich nicht mehr. Und ja, ich habe jetzt sowohl Combo Minus als auch Fenrir ausgerüstet. Das heißt, ich mache nur noch Abschlussangriffe. Geil, was? Und ja. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr ja ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Was wir in diesem Part machen werden, ist die restlichen Pilze noch. Ich merke gerade, ich habe nur 2 Drive. Boah. Geile Vorbereitung, ne? Aber wir kriegen ja Driver von dem Viech. Wir haben es ja schon so gut wie geschafft, beinahe. Und zwar müssen wir bei dem Ding ja den Timer so schnell wie möglich auf 0 bringen. Das macht man am besten mit so vielen Hits wie möglich. Dafür nehmen wir die weißen Formen. Und dann machen wir direkt nur Combo-Abschluss-Angriffe. So, dann kommen wir her. Jetzt muss ich den am besten mit jedem Schuss hier treffen. Nicht zu weit weggehen. Ich glaube 20 Sekunden oder so braucht man, oder 18, 19, irgendwie sowas. Sieht gut aus. Ja, und da hat jetzt natürlich wieder vermasselt. Aha. Weil ich, ey, hätte ja nicht beim ersten Versuch klappen können, ne? Ich muss ja wieder hier rumhocken wie blöder. Ich darf nicht so weit weggehen, weil der springt ja die ganze Zeit durch die Gegend. Und ich weiß nicht genau, wenn ich zu nah an den heran bin, schießt sich unter ihn runter. Und das ist natürlich sehr nervig. Deswegen muss ich immer einen richtigen Abstand zu ihm haben. Jetzt sieht zum Beispiel gut aus. Sehr gut. Was immer noch nicht, oder? Muss ich ja nochmal schaffen hier. 19 Sekunden. Boah. Eine schnellere Möglichkeit gibt es leider nicht. Da müssen wir so schaffen. Und ja, je nachdem, wie ich mich heute anstelle bei den letzten 3 Pilzen, ich brauche noch 3 Pilze, habe ich herausgefunden, desto länger oder kürzer könnte das hier dauern. Aber wer weiß, wie lange das dauert hier heute. Vielleicht ein halbstündiger Part heute. Ah, es ist ja schon wieder die Hälfte ausgewichen. Nee. Oder? Oh, komm schon, ein Treffer. Nicht ein Treffer mehr geschafft. Ey, das gibt's da jetzt wieder nicht. Die Musik passt voll gerade. Boah. Ah, ja, ja, schneller geht's leider nicht. Einmal Fenrir, Combo Minus. Damit ich nur Abschutzangriffe mache. Das ist das Schnellste, was ich machen kann. Da die Hälfte der Schüsse trifft nicht, weil er immer darüber springt. Das ist zum Beispiel jetzt nicht gut gewesen. Ah. Also das ist eine Verarschung. Man muss die exakt richtige Strategie einsetzen. Und dann muss man sie auch noch so was von perfekt machen müssen. Also, okay. An. Da schon wieder nicht getroffen, weil er rübergesprungen ist. Ist doch nicht. Jetzt aber. Das gibt's doch jetzt nicht. Ey. Boah, sag ich doch. Je nachdem, wie das hier wieder, wie ich mich anstelle, desto länger könnte halt hier dauern. Oh mein Gott.
Wir hauen sehr viel mit einem Schlag weg und dann kommt hier so ein blöder Pilz, ne? Und der macht uns hier fertig. Weil mich tue immer mit den gleichen Dinger nicht treffen. Da gibt's jetzt nicht. Hol dir einer an. Was ist denn da für ein Dreck? Oh. Wollte jetzt nicht hier so 10 Minuten pro Viech hier umeiern, aber wie es aussieht, muss ich das. Oh. Aber der war gut, der war gut. Ich habe ihn sogar noch getroffen, gut. Ja, diesmal wird das was. Nein, verarsch mich jetzt nicht. Sah schon wieder so aus, als hätte ich hier nicht getroffen. So, das hätten wir geschafft. Irgendeine Waffe oder so, ich weiß es nicht. Weil die Karte ist. Ist das eine neue Waffe? So. Geh dann raus hier. Hier ist aber fertig. Es bleiben nur noch zwei. Einmal im Port Royal und einmal der in Dingens. In. Ma, der Welt, die niemals war. Das ist sogar einfacher von den beiden. Glaube ich. Man muss die Überform einsetzen, glaube ich. Man muss man, glaube ich, immer einmal angreifen, wenn ich mich irre. Irgendwie so war das. So, übrigens, hier hat sich auch noch was geöffnet. Und zwar, ich musste ja, um einige Gegenstände und so zu farmen, hier mal reingehen. Und dann kamen Chip und Chip und haben gesagt, hey, die ist was aufgetaucht, guck dich das mal an. Und ja, wir haben alle ein schlechtes Gefühl dabei gehabt und ignorieren das im Moment. Weil das ist im Moment unwichtig. Und ja, darum kümmern wir uns im allerletzten Part dieses Projektes. Ja, jetzt gehen wir erstmal zur Welt, die Nummer 2. Oder wir könnten auch erst in Port Royal gehen. Gehen wir erst in Port Royal, meinetwegen. Das ist so blöd. Warum kann man sich nicht hier irgendwo hin teleportieren, ehrlich? Ja, ich weiß, das Schiff, aber ist trotzdem doof gemacht. So, ach ja, ich sollte vielleicht noch mal ein paar Dinge einsetzen. Während ich nämlich hier hochtrainiert habe auf Level 91, habe ich natürlich an Orten trainiert, wo ich verschiedene Gegenstände und so bekommen habe. Und ja, habe ich diese Gegenstände benutzt, um ein paar Kraftbolzen und Schutzengel herzustellen. Ich habe von jenen 11. Und das heißt, wir können uns hier noch ein bisschen hochballern. So, meine Angriffskraft ist auf 85. Und meine Verteidigung, ne, 86 jetzt. Meine Verteidigung müsste jetzt auf 85 hochgehen. So. So, das sind jetzt unsere letzten Werte. Für 86, 85. Ob das was bringt, ich weiß es nicht. Also ist eigentlich egal, welche Waffe wir nehmen. Ist jetzt eigentlich vollkommen egal, welche Waffe wir nehmen. Luftleuchtner möchte ich doch mal wegnehmen, ja. Und Combo minus, wo ist da? Na, guck mal, wie viele Dinger ich hier habe. Eine Ausrüstung hat sich hier, glaube ich, nichts viel geändert. Vollblüte und so alles hatte ich noch. Vollblüte plus könnte ich mir noch herstellen, vielleicht. Ja, da brauche ich ein paar Gegenstände, die ich nur von optionalen Bossen kriege. Und ja, das ist jetzt noch so eine Sache, die machen wir jetzt als in den übernächsten Part. Fangen wir erst damit an. So, wo muss ich jetzt noch mal hin? Alter, die Mutter, ne? Ja, es kommen irgendwelche nervigen Gegner, die ich sowieso jetzt voll platt mache, aber was soll's. Oh, der denn? Wo ich mal, wie stark ich bin. Ja, ging schnell, ne? Ob diese Stärke wird ausreichen für das Viech, was wir jetzt brauchen. Ich glaube, wir brauchen so 51 oder so, ne? Für den Pilz hier. 55 Sekunden. Okay. Als dieses Viech, wo wir beobachten müssen, wo es sich hinbewegt. Dann müssen wir halt richtiger angreifen und ja.
Das ist ein bisschen nervig, aber wird schon gut gehen, glaube ich. Hoffe nur meinen Schaden. Mein Schaden muss jetzt ausreichen. Ich kann den nicht noch weiter erhöhen. So, in der Mitte. Wenn ich auch treffen würde, ne? Warum treffe ich nicht? Er war gut getroffen. Ja. Ich glaube, einen Fehler können wir uns sogar erlauben. Ne, sieht nicht so nah aus. War da aus, als könnte ich doch ein paar Mal draufhauen. Ich habe natürlich aus den Augen verloren. Oh, sehr gut. Boah. Habe ich sogar geschafft. Ich wollte danach noch mal draufhauen. Sehr gut. Okay, damit haben wir ein paar sehr gekürzt, weil ich habe hier irgendwie am meisten damit gerechnet, dass ich Zeit aufbringen muss. Immer noch kein neuer Gegenstand. Okay, dann bleibt nur noch ein Pilz. Könnte ein kurzer Part werden heute. Es kann heute noch ein bisschen mehr schaffen. Der letzte Pilz, den ich weiß nicht mehr wieso. Ich weiß bei vielen Pilzen nicht mehr genau, wieso ich Folgendes machen muss. Aber ich weiß, dass ich Folgendes machen muss. Und ja, ich muss mich in die Überform verwandeln. Und dann muss ich einmal angreifen. Das Viech teleportiert sich, glaube ich, hinter einem. Und man muss Dreieck drücken, um sich dann hinter das Viech zu teleportieren. Und dann muss ich einmal angreifen. Ich glaube, ich muss auch ganz viele Treffer hier machen, und ich glaube, mit der Überform geht er am schnellsten. Man nur einmal angreifen muss man, glaube ich. Erst bei vielen sagt ja auch in diese Kanalisation in Twilight Town. Da wusste ich auch zum Beispiel, dass ich glaube ich Refleck einsetzen musste, aber ich wusste nicht mehr wieso. Sind so die Wald nicht so verborgene Erinnerungen, so war da ist. Weil hier ist das letzte Viech, glaube ich. Das müsste das letzte Viech sein. So, beginne das Duell mit Dreieck. Erwidere das Stellungsspiel, um angreifen zu können oder Angriffsmöglichkeiten. So, das Ding teleportiert sich hinter mich und ich muss dann Dreieck drücken im richtigen Rhythmus, glaube ich. Da muss ich einmal angreifen. Irgendwie so war das. Also zum Beispiel nicht. Okay, ich muss mehrmals. Okay. Okay, ich habe es noch nicht so raus. Da tut noch ein anderes Ding auftauchen. Hochgrätsche steht da. Vielleicht muss ich da drücken, wenn er da steht. Ich bin mir aber nicht sicher. Setz dich aber mehr Punkten wenden. Okay, ich habe gerade versucht. Ich habe zwei Treffer gelandet. Also zweimal angreifen kann ich, wenn ich die Chance habe. Ja, ich muss noch kurz gucken, wie das Ding funktioniert hier. So, Stellungsspiel hat nicht funktioniert. Dann tue ich mich immer hinterhin teleportieren. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass er irgendwie so verwirrt ist. Ich glaube, das muss ich machen, wenn Hochgrätsche da steht. Genau so. Und so zum Beispiel bin ich. Habe ich schon vermasselt, glaube ich. Ich habe Dreieck gedrückt. Funktioniert irgendwie so nicht. Hier muss ich noch mal 75, ne? Da kann ich mir, glaube ich, einen Fehler sogar leisten. Aber ich muss halt machen, während Hochgrätsche
Warte mal, wie viele Treffer könnten denn mehr sein? Ich glaube, das sind mehr Treffer als Sprung, ne? Ich glaube, das sind mehr Treffer, ja. Vor allem, wenn du einmal draußen bist, ne? Alter, ich krieg da nicht hin. Nee. Vor allem, wenn du einmal draußen bist, ist vorbei, habe ich so das Gefühl. Aber ich möchte mal ausprobieren. Komm um Minus und dann Explosion vielleicht. Warte. Dann mache ich direkt den Angriff. Klappt das? Ja, kann jetzt doch dauern, habe ich so ein Gefühl. Nee. Nee. Guck mal, wie lange der Stand ist danach. Der dauert doch ewig. Ah, okay. Nee, ich glaube, Dings war schon gut. Mein Gott, ich habe eigentlich mit dem einen Viech sehr viel mehr Zeit irgendwie gerechnet. Jetzt kommt das Viech und geht mir auf den Nerven, weil ich nicht, weil ich es noch nicht hinkriege. Na, Konzentration. So, 9 Treffer. Normal. Ha. Ha, scheiß auf. Und das war's. Sehr gut. Oh. Mache ich hier einen Gegenstand? Ist auch irgendwie so, dass je mehr Pilz man schafft, desto besser werden die Items, also die Ausrüstungsgegenstände. Anscheinend nicht, habe ich schon alle. Okay. Gut, haben wir das auch geschafft. So, jetzt müssen wir nach Dings gehen. Ich glaube, ich habe jetzt alle, ne? Warte mal. Wenn ich alle habe, dann müsste jetzt die herzlose Dingens hier voll sein. Ist es aber nicht. Achso, okay, ja. 1, 2, 3. Okay, ja. Der 13. taucht dann in Radiant Garden auf. Dann gehen wir da noch schnell hin. Und holen uns den. Den stoppen wir uns. Das ist direkt ein Raum vor Sephiroth. Habe ich den überhaupt gezeigt? Ja, klar, habe ich ihn gezeigt. Auf dem Rückweg, als wir Sephiroth erledigt haben. So, dann. So, ich habe erst damit erst geplant, ein Spiel schon von meinen anderen Spielleuchtlauf zu nehmen, wo ich schon alle Sachen irgendwie habe und so, damit ich irgendwie nur noch die Bosse und so weiter alles zeigen kann. Ich habe ja irgendwie Dutzende Spielstände, als ich das Spiel jetzt zum ersten Mal gespielt habe, auf der PS3 angelegt und mir mal vor wichtigen Bossen und also was. So Spielstände gemacht und da hätte ich ein paar laden können. So, wir gehen jetzt hier rein und holen uns unsere Belohnung ab. Dafür, dass wir alle Pilz kaputt gemacht haben. Ja, kommt her. Hochblicken. Ehrlich, los. Und wir haben den Siegesbeweis bekommen. Gute Kombination aus exzessiver Magiekraft und sehr großer Angriffskraft. Die aktiviert das Erlangen von Erfahrungspunkten beim Sieg über Gegner. Das ist jetzt kein Problem mehr. Und Zeugnis der Zufriedenheit. Damit haben wir jetzt eine Krone bekommen. Sehr gut.
Ja, wir haben jetzt permanent eine Krone auf dem Kopf, eine Bronzekrone. Die können wir noch zweimal aufladen, indem wir noch zwei andere vollkommen schwere Sachen machen. Aber das kommt noch alles. So, wie stark ist denn das Teil? Siegesbeweis. Uah. Können wir ja benutzen. Auf jeden Fall geil aus, ne? Wuff. Das könnte man eigentlich benutzen, wenn man nicht Ultima hätte, aber wir haben Ultima, also warum soll ich das Ding hier mitnehmen? Ultimas Fähigkeit ist im Kampf besser. Mein Ding hat nur die Fähigkeit XP 0, glaube ich, ne? Keine Erfahrung, ja, super. Bringt's jetzt auch nicht so. Hätte ich lieber gern so einen Angriffskraft mehr. Gut. Haben wir eine Schwierigkeit schon mal geschafft? Ich sagen, ich kann den Part hier beenden. Was kommt jetzt hier eigentlich? Nichts mehr, ne? Ah, jetzt kommen hier die Viecher alle. Gut, wir sind aber für diesen Part hier erstmal fertig. In der nächsten Folge machen wir noch den Paradox Hades Cup, weil da müssten wir jetzt hoffentlich stark genug sein, um da durchzukommen. Ne? Gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Tut doch mal bitte irgendwie ein Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen, wenn euch der Part gefallen hat. Das wird dem Part sehr helfen. Dem Part, dem Kanal sehr helfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.